Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Es ist schön, dass Sie noch da sind nach 4 Vorträgen. In diesem Vortrag geht es darum, wie lässt sich die Fülle der Daten so nutzen, dass sie für jeden zugänglich und verständlich sind. In meinem Vortrag spreche ich über meine Erfahrungen als Quereinsteigerin im Bereich Datenvisualisierung bei OGD Basel-Stadt und dann spreche ich darüber, was OGD attraktiv macht, respektive was ich als außenstehende Person sehe und wie ich denke, man es besser machen könnte. Zuerst zur Ausgangslage ein paar Worte zu mir, dann spreche ich über das Praktikum an sich, die Innenperspektive folgt dann die Außenperspektive und Vorschläge, wie man das eben besser machen könnte. Die Ausgangslage ist die, wenn man mich als Praktikantin einstellt, was passiert dann? Ich bin wirklich Quereinsteigerin, ich habe Geschichte, BWL und Medienwissenschaften studiert vor 15 Jahren und danach circa 15 Jahre als Fotografin und Videografin gearbeitet. Was entsteht dann? Für mich, für OGD, aber auch hoffentlich für Sie. Ich würde sagen, es sind neue Perspektiven und zuerst einmal, was bringe ich mit in das Praktikum? Also, ich habe Geschichte studiert und nachher habe ich gedacht, okay, ich möchte was anderes machen, das kreativer ist und habe mich zur Fotografin ausgebildet und habe dafür ein Projekt realisiert, 59 Fotostile, 59 Hommagen berühmter Fotografen anhand von prominenten Baslern. Und dadurch ist ein Buch entstanden und da habe ich viel gelernt und auch ein bisschen Media-Buzz bekommen und dadurch einen Weg ins Business gefunden. So. Und die nächsten 10 Jahre habe ich dann für die Medien, in der Kommunikation, in der Kultur oder in der Werbung eine Fotografie und Videografie gemacht. Es läuft gut, aber wieso komme ich dann dazu, jetzt zu OGD zu kommen? Und zwar brauchte ich einfach eine Neuorientierung. Ich wollte mal etwas Neues machen und habe gedacht, die Geschichte, das Wissenschaftliche und das Visuelle der Fotografie zusammenzubringen, wäre eine Möglichkeit, das bei OGD im Bereich Datenvisualisierung umzusetzen. Im Grunde geht es eigentlich bei meiner bisherigen Arbeit auch darum, komplexe, also viele Informationen in ein Rechteck zu bringen und durch Schönheit zugänglich zu machen. Das heißt, es geht darum, Komplexität zu visualisieren. Und darum geht es auch bei DataVis. In meinem Praktikum habe ich verschiedene Kurse gemacht, Data Visualization, Turning Data into Art von Superdot in Basel. Dann habe ich, um mal eine Basis zu haben im Umgang mit Daten, habe ich einen Excel-Kurs absolviert und da so ein Zertifikat gemacht und angefangen R zu lernen, auch mit einem Online-Kurs. Ein Projekt im Praktikum war auch ein Dossierartikel. Dort das Dossier ist eine Publikation des Amtes für Statistik und wenn ich jetzt so gehört habe, was die Zukunft ist, ist das eher ein herkömmliches Medium, wie man Daten publiziert. Aber ich habe das gemacht, um mal dies durchzuspielen. Ausgewählt habe ich mir die Bevölkerungsbefragung 2023 in Basel-Stadt und die Frage 61 zum Thema Gesundheit, die Selbsteinschätzung der Gesundheit. Ich habe die Daten einfach mal exploriert, modelliert und interpretiert und danach visualisiert und einen Text geschrieben. Die Variablen waren Gesundheit, Wohnviertel, Bildung und Einkommen.
Und kurz zusammengefasst, 72% der Basler fühlen sich wohl, fühlen sich gut. 2019 war es noch ein bisschen höher. Und ganz einfach zusammengefasst, je besser das Quartier, desto höher, je höher die Bildung, je höher das Einkommen, desto besser die Gesundheit. Und rechts sehen Sie eben, das ist dann auch ein PDF geworden oder sogar ein Printprodukt. Nun, als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, was will ich erzählen? Es sind ja lauter Experten hier, die mir zuhören, was habe ich da zu bieten? Und dann habe ich gedacht, okay, ich erzähle die Außensicht. Wie wirkt OGD, wie wirkt der ganze Statistikkuchen von außen auf mich, die relativ unbedarft da in dieses Amt kommt? Diesen Zusammenhang möchte ich gerne an zwei Personas erläutern, Klaus und Lara. Und zwar ist OGD an sich wichtig für die direkte Demokratie, für den politischen Entscheidungsprozess. Und der Klaus und die Lara sind beteiligt an diesem Entscheidungsprozess. Und zunächst kommen wir zu Klaus. Klaus ist 58, hat irgendetwas mit Zahlen studiert, ist schon fast 30 Jahre im Amt und böse Zungen würden ihn als Nerd bezeichnen. Er arbeitet für seine Peers, die anderen Statistiker, die dann seine Daten nutzen und weitere Statistiken daraus machen. Und Kommunikation ist nicht so sein Ding. Er denkt, eben die anderen wissen ja auch, worum es geht, also reicht das. Übrigens habe ich das Bild oder die Bilder, die jetzt folgen, mit KI generiert, aufgrund der Charakteristika, die ich jetzt hier beschrieben habe. Zuletzt hat Klaus auch noch die Überarbeitung der OGD-Webseite übernommen und er findet sie super, weil es ist alles strukturiert und funktional aufgebaut. Man findet alle 500 Datensätze mit nur 3 Mausklicks. Die neue Webseite geht live. Und damit kommen wir zu Lara. Lara ist 18, sie mag Taylor Swift, viel Glitzer, sie geht in eine Berufsschule, hat Dyskalkulie und ADHS. Sie ist sehr kreativ und lebt in einem ärmeren Haushalt und erlebt dadurch, was man sich alles nicht leisten kann. Weil sie 18 ist, darf sie zum ersten Mal abstimmen und es geht dabei um eine Steuervorlage, eine komplizierte Steuervorlage. Ihr Nutzerverhalten so in Bezug auf Informationen ist, dass sie findet 20 Minuten Botzen und das ist alles gut und recht, aber die Politiker, die da reden, wenn eine redet, hat die recht und wenn die andere spricht, dann hat die auch recht. Was ist die Basis von allem? Sie versteht die Welt nicht mehr. Aber sie will es genau wissen, weil auch wenn sie kein Mathe-Genie ist, hat sie doch ein Gefühl, was gerecht ist und was ungerecht ist. Deshalb begibt sie sich trotz allem auf sehr unfreundliches Terrain und geht auf die Statistik Basel Stadt Webseite, respektive auf die OGD Webseite. Was sie sieht, sehen Sie hier. Bin ich hier richtig? Das ist ja noch schlimmer als im Matheunterricht. Und sie gibt oben in die Suchmaske gibt sie ein Steuerreform und sie wird sehr, sehr müde und dann poppt eine TikTok-Notification auf und weg ist sie. Das heißt, die Abstimmung findet ohne Laras Stimme statt. Das sind um die 90.000 18-Jährige, die quasi neu wählen können und die man potenziell damit nicht erreicht. Die Vermittlung der öffentlichen Statistik hat versagt. Das heißt, Klaus und Lara brauchen Unterstützung. Wie kann man OGD besser machen? Das ist das nächste Kapitel. Und hier kommt Clara ins Spiel. Wer ist Clara und was hat sie zu bieten?
Clara ist eine Mischung aus Klaus und Lara. Clara ist 43, hat etwas studiert, viel eins, also etwas Geisteswissenschaftliches. Sie arbeitet in der Kreativwirtschaft und ihr Zielpublikum sind sowohl Experten als auch Laien. Sie kann sich generell mit Informationen helfen, aber hat mehr Spaß daran, wenn es gut aussieht. Ich habe diese drei Personas noch strukturiert und kurzum, Clara ist das Beste aus beiden Welten. Und hier komme natürlich ich ins Spiel. Ich bin nicht Clara, aber ich bin in gewisser Weise Clara, weil ich sowohl die Gleichgültigkeit und die kurze Aufmerksamkeitsspanne von Lara habe, aber auch das wissenschaftliche Interesse und den Durchhaltewillen und die Sachorientierung von Klaus. Nun, was bringt Clara in den Raum? Sie macht natürlich Vorschläge für ein besseres OGD. Ihre Vorschläge sind einige an der Zahl. Das eine ist, dass man die Zielgruppen besser definieren muss. Also wenn man eine OGD-Webseite macht, dann muss es für Leute attraktiv sein, die Experten sind, aber auch solche, die gar keine Ahnung haben von Statistik und sogenannt eine mangelnde Datenkompetenz haben. Das heißt, dass man eine Webseite zum Beispiel also einen Expertenmodus machen könnte oder aber auch einen Laienmodus, der einfacher zugänglicher ist und mehr mit visuellen Elementen arbeitet und interaktiver ist. Natürlich ein schönes Design hilft natürlich auch, dass man Leute abholt und bessere Orientierung für den Nutzer generiert. Eine intuitive Navigation ist auch wichtig und das heißt zum Beispiel Navigationspfade, dass man immer weiß, wo man ist. Dann eine Sprache ohne Fachjargon. Also ich spreche jetzt vom Laienmodus, weil den anderen, den gibt es ja schon. Und Möglichkeiten auch, das attraktiver zu gestalten für Leute wie Lara, ist, dass man Infotainment, Gamification-Themen einbaut, also Umfragen, Quizzes oder so Data-Challenges, die Leute eben wie sie abholen. Die Präsenz auf sozialen Plattformen ist natürlich auch wichtig, weil dort ist das Publikum, also kann man das dort abholen, wenn man dort präsent ist. Und zuletzt nicht nur spielt auch Bildung eine Rolle, PR, also Bildungsinitiativen, die Data Literacy verbessern, sind sicher ein Thema. Oder die Präsenz an Science Festivals oder ich habe auch noch die Idee gehabt, man könnte doch mit dem Historischen Museum Basel eine Ausstellung machen, die heißen könnte Basel in Zahlen, Daten für die Zukunft. Das würde auch etwas für die breite Bevölkerung sein. Jetzt zum Schluss, was schaut am Schluss raus? Datendialog zwischen Klaus und Lara ermöglicht durch Clara, durch mich. Und Clara moderiert nimmt an der nächsten Abstimmung teil. Was könnten Takeaways sein für OGD? Das ist generell einfach Usability. Da kann man noch arbeiten, aber wenn ich jetzt den Vortrag von vorhin höre, realisiere ich, dass da schon viel gemacht wird. Sehr toll. Aber ich denke, es geht grundsätzlich darum, dass man das volle Potenzial von öffentlichen Statistiken nutzt und auch dem Auftrag gerecht wird von OGD, nämlich die Daten zugänglich zu machen. Und das Ziel ist natürlich dann eben, wie der Titel des Vortrags heißt, bessere Entscheidungen des Einzelnen, aber auch der Gesamtbevölkerung. Was nehme ich mit vom Praktikum? Es lohnt sich, für Heureka-Momente zu schwitzen. Der aller Anfang ist schwer, aber der Sprung ins kalte Wasser hat sich gelohnt. Ich konnte meine Skills erweitern und werde das auch weiterhin noch tun. Ein Portfolio aufbauen und dann hoffentlich von irgendwelchen Visualisierungen auch wirklich ins Business zu kommen, einen Job zu bekommen oder sonst was. Das ist so mein Takeaway, aber auch mein Ziel für die Zukunft.
Und an dieser Stelle möchte ich auch noch speziell Jonas Biri von OGD Basel-Stadt danken, der das ermöglicht hat. Und ich möchte mich auch beim Team von OGD und vom ganzen Statistischen Amt bedanken für die tolle Zusammenarbeit, für den bereichernden Austausch. Und ich hoffe, Sie können auch etwas davon mitnehmen. Und ich schließe mit dieser Folie. Vielen Dank.